Tierfreundinnen und Tierfreunde. Leider haben sich für die vor einer Woche vorgestellte indische Pfauentaube und die nette ältere Schäferhündin keine Besitzer gemeldet. Nun kann man sehr wahrscheinlich annehmen, dass die Hündin ausgesetzt wurde. Es ist besonders traurig, wenn Menschen ihren Wegbegleiter, der ihnen so bedingungslos vertraut, so behandeln. Die Hündin, die in der Arche Noah den Namen Traudel bekam, hofft auf Schäferhundfreunde, die ihr wieder Sicherheit geben. Den Anfang unserer heutigen Folge machen zwei ältere Samtpfötchen, deren Frauchen gestorben ist. Der etwas heller getigerte Kater Moritz wurde im Juni 2007 geboren. Er ist sehr aufgeschlossen und schmusig. Moritz hatte keine Probleme mit der Kamera und kam immer wieder zum Streicheln. Sein Freund Bijou ist eher zurückhaltend und orientiert sich an Moritz. Bijou wurde im August 2000 geboren, ist also bereits Katzenrentner. Weil die zwei immer zusammen gelebt haben, sollen sie auch gemeinsam vermittelt werden. Sie lebten bisher in einem Haus mit Grundstück und Freigang. Es werden Katzenfreunde aus ländlicher Gegend gesucht, die den beiden Leidensgenossen wieder ein artgerechtes Katzenleben geben können. Außerdem stellen wir heute die Katze Lilly vor. Auch sie hatte Pech mit ihren Menschen, die sich trennten. Lilly war einst aus der Arche Noah vermittelt worden und kam nun wieder zurück, weil sie mit der neuen Situation überhaupt nicht zurechtkam. Das Herrchen hatte Lilly mit in seine neue Wohnung genommen und erlebte dort nur ihren Protest, den sie durch Unsauberkeit zeigte. Dann versuchte es das Frauchen mit ihr in der vertrauten Umgebung, aber auch das funktionierte nicht. Wahrscheinlich will Lilly nur mit beiden leben, aber das geht eben nicht. Nun ist Lilly wieder in der Arche Noah und sucht ein neues Zuhause, wo sie nicht mehr protestieren muss. Bei den Samtpfötchen gibt es wirklich sehr große Sensibelchen, die Katzenfreunde mit viel Intuition fürs Tier brauchen. Deshalb soll Lilly zunächst auf Probe abgegeben werden, um zu testen, wie es klappt. Bisher lebte Lilly nur in der Wohnung. Vielleicht könnte man sie auch an den Freigang gewöhnen und ihr gefällt das Katzenleben dann besser. Wenn das Leben spannender wird, ist sie vielleicht nicht so auf ihre Menschen fixiert.